So, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Bauernverband, mit dem Lobbyverband Bauernverband und dem Netzwerk von dem Bauernverband. Also dabei will ich gleich im Vorweg sagen, damals, als ich hier den Hof übernommen habe von meinem Vater, also 95, da passten mir einige Sachen beim Bauernverband nicht und ich bin damals schon aus dem Bauernverband ausgetreten. Freiwillig und ich bereue es bis heute auch nicht. Und wenn ich mich jetzt so mit dem Bauernverband jetzt im Zuge auch dieser Windkraft oder erneuerbaren Energien beschäftige, war das auch eine, würde ich sagen, eine richtige Entscheidung. Und nun will ich mal darauf hinkommen, auf dieses Netzwerk von der sogenannten Agrarlobby. Das sind ja die drei führenden Köpfe: Johannes Röhring, Mitglied des Deutschen Bundestages, Franz Josef Holzenkamp, Präsident des Raiffeisenverbandes, seit 1.7.2017 und vorher auch im Bundestag und vor allen Dingen Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Und zwar steht das ja eigentlich schon immer so ein bisschen im Raum, dass der Bauernverband ja eigentlich mehr oder weniger ein gut durchstrukturierter Lobbyverband ist. Und da haben sich jetzt ja auch der NABU Monitor und sowas mal mit beschäftigt und wollten ja mal so rausfinden, welche Machenschaften eigentlich so der Bauernverband eigentlich so verstrickt ist oder wo er überhaupt sein Netzwerk gesponnen hat. Und da sind die auf ungefähr 560 Verbindungen gekommen. Und es ist unheimlich schwer herauszufinden, wo die überall mitmachen, weil die können vom Bauernverband, die führenden Köpfe können sehr gut ihre Spuren verwischen. Und wie gesagt, da sind die drauf gekommen, wo zum Beispiel der Joachim Ruckwied überall mitmacht. Da sind sie jetzt auf 18 Posten gekommen, die er nebenbei angeblich macht in seiner Freizeit, zum Beispiel bei der R&V-Versicherung, bei der BayWa, bei Nordzucker. Und überall bekommt er natürlich gute Zuwendungen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wessen Interessen vertritt Herr Ruckwied eigentlich? Er wird ja sicherlich nicht da in diese Vorstände oder Aufsichtsräte reinberufen werden, wenn er den Firmen schaden würde. Wie gesagt, und dann sind ja Anfragen gestellt worden an den Bauernverband, was er eigentlich so als Bauernpräsident und so was er verdient. Da waren die dann sehr ungehalten, wenn man das, wie gesagt, im Internet die Berichte darüber liest. Die wollten ja die Nebeneinnahmen von ihm nicht bestätigen. Und die sagten, das stimmt nicht so. Also es könnte sicherlich leicht sein, dass es noch mehr ist, was die so nebenbei einsacken. Und wie gesagt, die wollten da keine Auskünfte geben. Und als das intensiver nachgefragt wurde, dann hat denen eine Rechtsanwaltskanzlei geschrieben, dass es mehr oder weniger eine Unverschämtheit ist, dass man sowas nachfragt und dass es ist seine Privatsache und er müsste keine Angaben darüber machen. Gut, ich sage, wenn einer nichts zu verbergen hat, könnte er ja Angaben machen, macht er aber nicht. Und diese Berichte über den Bauernverband könnt ihr auch im Internet nachlesen unter Monitor oder unter NABU. Die haben sich da sehr intensiv mit beschäftigt und auch diese ganzen Netzwerkverbindungen aufgezeichnet. Auch diese drei Herren, die ich hier genannt habe, wo die involviert sind. LVM, Versicherung, alles. Das ist ein riesiges Gewirr von Strichen praktisch, wo wer mit wem wieder verbandelt ist. Gut, das ist ja das eine Thema. Und im Endeffekt will ich ja darauf hinaus, viele haben mich ja gefragt von den Landwirten, warum tust du immer im Bauernblatt da die Annonce rein, Bürgerwindpark, nein, danke. Und zwar ist es ja nun so, bei den Windkraftanlagen, bei diesem Elektroschrott, der hier rumsteht, sind ja die Landwirte, sind ja die Haupttragenden, weil die Windkraftanlagen müssen hier irgendwo stehen. Und das ist ja natürlich so, dass sie auf dem Grund und Boden. In den meisten Fällen sind das ja Landwirte oder höchstens mal eine Erbengemeinschaft oder sowas. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, sind das ja Landwirte, wo die Anlagen stehen. Und das hat ja natürlich bei vielen Leuten Begehrlichkeiten geweckt, weil die ja gesehen haben, Mensch, da kann man Geld verdienen. Und deswegen ist ja hintenrum dieses Prinzip Bürgerwindpark eingeführt worden, was ja völlig an der Gesetzgebung vorbei ist. Aber es war eben die oberste Prämisse, die Leute in die Bürgerwindparks reinzukriegen, beziehungsweise die Landwirte. Und dadurch sind den Landwirten ja natürlich sehr große finanzielle Schäden entstanden. Und zwar ist es ja so, dass die Rechte für die Windkraft ja bei dem Landbesitzer liegen. Aber oftmals sind ja
in der GmbH oder in der Gründungsgesellschaft vom Bürgerwindpark sind ja Leute, die sind ja Geschäftsführer, die haben nicht mal ein Stück Land in der Windeignungsfläche, geschweige denn überhaupt Land. Und da sind die Landwirte großflächig reingelegt worden, mit Absicht und ganz bewusst. Und da hängen ja diese ganzen Videos, die ich jetzt bis jetzt ins Internet reinstelle und auch noch reinstellen werde, das wird ja noch an Schärfe, wird das Ganze ja noch gewaltig zunehmen, hängt alles miteinander zusammen. Also hier sind hunderte Landwirte reingelegt worden. Und dann bin ich ja dann mal damals hingefahren, als ich die ersten Annoncen ins Bauernblatt setzte und mich da, wie gesagt, ja auch rausgeklagt hatte in Flensburg, und habe ich ja gesagt, warum macht ihr nicht mal einen Bericht darüber, über ein Bauernblatt? Ja, haben die von der Redaktion gesagt, da bin ich ja da bei denen gewesen. Ja, wir haben schon viele Gerüchte gehört und so, und ja, aber nee, schreiben ja lieber doch nicht, das geht nicht. Und Top Agrar, mit dem war ich, mit den Redakteuren war ich auch schon zusammen, die wollten auch nicht gerne darüber schreiben, beziehungsweise gar nicht. Und man kann das auch ganz gut verstehen. Und dann habe ich ja, wie gesagt, den Bauernverband angeschrieben, oder beziehungsweise hatte dann ein Gespräch mit Peter Lucht. Und da bin ich im Bauernverband in diesem pompösen Gebäude da in Rendsburg gewesen. Und dann saß dann auch so ein Sesselfurzer, so ein Arroganter da. Der ist wohl irgendwie so der Oberschreiberling da drin. Und dann habe ich ja mal meine Meinung gesagt über die Bürgerwindparks und wie die rechtliche Lage ist. Und dann kriegt der Peter Lucht erstmal eine große Bombe. Und wie gesagt, ich sage, dann bringt doch mal einen Bericht und klärt die Landwirte mal richtig auf, wie das sein soll. Nein, da kam dann ja nichts. Der beharrt ja drauf, Bürgerwindpark, das muss sein. Naja, dann habe ich ja nochmal den Bauernverband angeschrieben. Und da bekam ich ja dann ein Schreiben von dem Bauernpräsidenten Schwarz zurück. Und der ist vom 18.02.2020, ist dieser Brief. Und den will ich euch mal vorlesen, was er mir da so geschrieben hat. Das ist ja an Heuchelei, es ist ja auf eine Art nicht zu überbieten. Und da hat er mir geschrieben, also Rendsburg, 18.02.20, sehr geehrter Stark, auf Ihr Schreiben vom 27.01.2020 antworte ich Ihnen wie folgt. In einem stark landwirtschaftlich geprägten Bundesland wie Schleswig-Holstein entscheiden sich in den von starken Preisschwankungen geprägten Zeiten immer mehr Landwirte dafür, die wirtschaftlichen Chancen zur Erzeugung erneuerbaren Energien auch zur Sicherung ihrer Betriebe zu nutzen. Ja, das ist ja klar. So haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Berufskollegen in Biogas- und Dachphotovoltaikanlagen investiert. Andere verpachteten landwirtschaftliche Flächen für die Solar- und Windkraftnutzung. Dabei wurden vom Bauernverband insbesondere für den Bereich von Bürgerwindparks keine ausdrücklichen Empfehlungen ausgesprochen. Es entspricht unserem Selbstverständnis, dass die Entscheidung, ob landwirtschaftliche Flächen für eine andere, / außerlandwirtschaftliche Nutzung verwendet werden sollen, von den Grundeigentümern und Berufskollegen selbst getroffen werden muss. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Nutzung der Flächen für die Erzeugung erneuerbaren Energien durchaus zu einer Verringerung der reinen landwirtschaftlichen Nutzfläche führt und insofern zu einem Nutzungs- und Interessenkonflikt kommt. Wie in dem von ihm selbst angesprochenen Gespräch mit Herrn Lucht dargestellt worden ist, beschränkt sich unsere Beratung im Bereich der Windkraftnutzung auf reine Rechtsprechung. Dabei steht die Überprüfung der zur Anpachtung entstehenden notwendigen Nutzflächen im Vordergrund, insbesondere auch Fragen zur Haftung der Absicherung im Grundbuch und des Rückbaus bei Vertragsende. Eine Beratung zu einem möglichen Vertragspartner wie etwa einer Bürgerwindparkgesellschaft oder auch zu konkret angebotenen Nutzungsentschädigungen finden regelmäßig nicht statt. Hier bleibt es, wie erwähnt, den Grundstückseigentümern überlassen, ob sie zu den angebotenen Bedingungen eine vertragliche Bindung mit dem Anbieter eingehen. Eine Beratung im Hinblick auf eine Beteiligung an Bürgerwindparkgesellschaften fällt nach meiner Auffassung nicht mehr in den landwirtschaftlichen Bereich und wird deshalb vom Bauernverband nicht angeboten. Im Ergebnis vermerke ich die von Ihnen erhobenen Vorwürfe gegen die Rechtsberatung des Bauernverbandes zur Windkraftnutzung nicht teilen. Der Berufsstand wird den Ausbau erneuerbaren Energien im Lande jedoch wegen der oben dargestellten Bedeutung für die Bauern in Schleswig-Holstein weiter im Auge behalten. So, und das ist ja an Verlogenheit im Endeffekt ja nicht zu überbieten. Denn wenn man sieht, Wolfgang Stapelfeld, der ist ja selber Geschäftsführer, also vom Bauernverband Südtondern, er ist ja selber Geschäftsführer im Windpark in Emmelsbüll-Horsbüll. Und in Emmelsbüll-Horsbüll, dieser Windpark, hat 4 Geschäftsführer. Wolfgang Stapelfeld und 3 weitere.
Also ist es ja ganz klar, dass der Bauernverband sich sehr, sehr genau damit beschäftigt hat. Aber es sollten keine Informationen rausgehen, dass Landwirte es auch selber machen können, weil es ist ganz bewusst geregelt worden, dass es Bürgerwindparks werden sollen, und zwar großflächig. Und wenn man auch hier sieht, bei Wolfgang Stapelfeld auch, in dem Prospekt auf der Seite Nummer 100, und aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung im Anlagenkauf wird der Inhalt des Vertrages nicht zu diesem Verkaufsprospekt dargestellt. Das heißt also eindeutig, dass die Leute hintergangen werden. Die sollen nicht mitkriegen, was die Anlagen kosten, was man darauf verdienen kann. Und die Leute, die praktisch den Bürgerwindpark ins Leben gerufen haben, oftmals sind sie, wie gesagt, auch keine Landwirte, die haben schon vorher gewusst, was für eine Geldmöglichkeit man da verdienen kann. Würden die Landwirte das selber machen, also vermarkten, so wie Herr Schwarz das ja eigentlich auch beschrieben hat, dann würden diese Möglichkeiten ja wegfallen. Also, und dann das nächste ist, dann gibt das einen Beirat zur Energiewende in Schleswig-Holstein. Beirat für Energiewende und Klimaschutz beim Ministerium für Energiewende. Da sind 51 Akteure drauf. Und an dritter Position steht der Bauernverband Schleswig-Holstein, vertreten durch Wolfgang Stapelfeld. Und dann gibt es jetzt, neuerdings gibt es ja die LEESH, das ist ja der Verband Faire Windkraftplanung, also in Bürgerwindparks, was jetzt ja eigentlich auch bis jetzt stattgefunden hat. Da gibt es dann praktisch ein Gütesiegel für faire Windkraftplanung, wenn man das macht nach deren Vorstellungen, die ja bis jetzt so gelaufen sind. Im Beirat Wolfgang Stapelfeld vom Bauernverband. Melf Melfsen in Langenhorn, auch Bauernverband Südhondern, hat das genauso gemacht. Also da kann man sehen, dass hier die Landwirte werden großflächig hintergangen von ihrem eigenen Verband. Das ist eindeutig. Und zwar hätten die sagen müssen, passt auf Leute, die Rechte liegen bei euch, macht was draus, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist umgangen worden. Und da hängen auch diese ganzen Sachen, was ich vorher schon vorgestellt habe, diese Wirtschaftsförderung, alles hängt alles damit zusammen. Und zwar ist es ja folgendes, die Macher von den Bürgerwindparks, die meisten hatten ja nicht diese Millionen auf dem Konto liegen, was sie für das Eigengeld zur Finanzierung, hier in Nordfriesland ist es ja bei der VR Bank in Niebel oder VR Bank Nord insgesamt, gebraucht haben. Das geht ja um 4-5 Millionen, das ist ja normal, im Bürgerwindpark Holzacker Knobuch waren es 4,6 Millionen. Und dadurch, dass sie dieses Geld nicht haben, werden ja die Bürger beteiligt. Und das wird dann als Wertschöpfung für die Bürger verkauft. Aber damit natürlich die Renditen gezahlt werden müssen, wird natürlich den Landwirten bei der Pacht im Endeffekt ja alles abgezogen, weil da die meisten Verträge, die ja auch angeblich ja der Bauernverband geprüft haben, wie bei vielen, ist, da bekommen die Landwirte 3-4% vom Umsatz. Und nun ist es ja noch so, also nicht mal eine Mindestvergütung ist da drin. Und das ist ja nur so, wenn man in den Verkaufsprospekten reinguckt, dann ist es ja da niedergeschrieben, praktisch wenn eine Windkraftanlage irgendwann ihre 100% Leistung vom Windumsatz gebracht hat, dann fällt die Einspeisevergütung. Also wird bei den meisten Landwirten irgendwann auch die Pacht runterfallen. Und ich muss doch als Landwirt, muss ich doch nicht in meinem eigenen, auf meinem eigenen Grundstück Kommandantist werden. Ich sage, wie bekloppt ist sowas denn? Ne? Und wie gesagt, und da bin ich ja, wie gesagt, hinter diese Machenschaften gekommen. Und deswegen setze ich jetzt diese Annoncen ins Bauernblatt. Ich habe jetzt auch schon einigen Landwirten aus Bürgerwindparks rausgeholfen oder die beraten lassen, weil ich habe hier jetzt hinter mir auch eine Mannschaft aufgebaut oder die ich auch für mich selber gebraucht habe. Und dadurch bin ich jetzt in der Lage, praktisch, wenn ich will und Landwirte meine Hilfe haben wollen, weil sie auch merken, wie sie eigentlich betrogen worden sind, aber sich nicht trauen. Viele haben ja auch Angst, sich zu wehren, weil sie unter dem Druck der Kommune stehen oder sie werden auf welche Sachen erpresst. Also ich habe schon die dollsten Sachen erlebt. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Windpark, da haben die sogar mit verschiedenen Nutzungsverträgen gearbeitet. Also es gibt nichts in dieser Branche, was es nicht gibt, aber die wirklich damit andere Leute über die Windkraft Geld verdienen können, mussten sie die Landwirte großflächig reinlegen. Und ihr seid praktisch von eurem eigenen Bauernverband, seid ihr verraten und verkauft worden, nach meiner Meinung. Und die hätten euch darauf hinweisen müssen. Und das Bauernblatt und auch Top Agrar,
die wollen über diese Dinge nicht berichten. Und das sind absolute Tatsachen, weil ich bin ja der lebende Beweis dafür und die anderen Leute, die nicht im Bürgerwindpark sind, dass es geht. Und ich kann nur jedem Landwirt raten, dringend raten, weil das ist, sind hochkorrupte Machenschaften, die auch von der Politik gesteuert werden. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Euro Pacht. Hier geht es um Korruption und hier geht es um Lügen und Betrügen. Und das sind nicht nur ein oder zwei Leute, es sind hunderte von Leuten in einem Netzwerk beteiligt. Und wenn ich so sehe, wie Robert Habeck, wie gesagt, der frühere Minister mit seinem Ministerium dafür gesorgt hat, dass teilweise auch ungerechtfertigte Baugenehmigungen vergeben werden. Ich bin ja an Originalunterlagen im Schriftverkehr gekommen, die das eindeutig belegen. Das sind die ganzen Positionen, wer wen benachrichtigt hat, alles aufgeführt. Deswegen kann ich ja auch alles nachvollziehen. Und ich werde mich ja bestimmt nicht hier vor so eine Kamera hinstellen und irgendwie einen Blödsinn erzählen. Es ist so. Und wie gesagt, ihr habt so oft diese Lügen und dieses alles gehört mit Bürgerwindpark und diesen ganzen Quatsch. Es ist alles nur Blödsinn. Und wie gesagt, ihr Bauern, ihr seid nur noch Ablieferer geworden. Ihr liefert euer Korn ab, ihr liefert eure Milch ab, dann kriegt ihr das, was sie euch anbieten und ihr habt euer Land abgeliefert im Bürgerwindpark. Es ist nichts anderes. Und andere Leute verdienen das große Geld drauf und ihr habt das große Nachsehen. Und im Endeffekt fahren die Leute bei euch am Hof vorbei und lachen euch aus. Weil die sagen sie, die wehren sich ja nicht oder sowas. Ne, aber wie gesagt, ich ziehe das Ding ja knallhart durch. Wie gesagt, jetzt kommt der Schadenersatzprozess mit dem Bürgerwindpark und da werden ja noch neue Machenschaften offengelegt werden. Und wie gesagt, in den meisten Gemeinden ohne die Bürgermeister oder Gemeinderat wären diese Schweinereien nicht möglich. Und deswegen kann ich jedem Landwirt nur dringend raten, guckt euch die Verträge an. Was bekommt ihr? Wie seid ihr reingelegt worden? Auf welche Art und Weise? Was hat sich bei euch abgespielt? Und es wiederholt sich irgendwo. Und in den nächsten Videos werde ich auch vorstellen, wie die in dem Bürgerwindpark Holzacker Knobloch oder in Klicksburg, mit welcher Methode die vorgegangen sind. Und dann schaut euch das ganz genau an und dann könnt ihr es ja mit den Machenschaften oder wie es bei euch in den Kommunen abgelaufen ist, könnt ihr das vergleichen. Und wenn ihr dann anfangt zu rechnen, dann wisst ihr in vielen Fällen, wie viel Geld euch da verloren geht und mit dem Geld andere Leute abdampfen, die mit eurem Land überhaupt gar nichts zu tun haben. Also wie gesagt, ihr seid großflächig beschissen worden, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist nicht nur eine Kommune, es sind hunderte Kommunen. Und dieses ganze System, das ist dann ausgedehnt worden als nächstes nach Mecklenburg-Vorpommern. Und da habe ich eine Bewertung im Internet gefunden von Blankemeyer-Evers. Das ist eine Kanzlei in Ostfriesland. Die hatte ich bei mir im Bürgerwindpark Holzacker Knobloch auch als Gegner. Also sehr unangenehme Figuren, die mit denen ich das da zu tun hatte. Und wie gesagt, ich hatte sie auch in einigen anderen Windparks und ich habe sie bis jetzt jedes Mal in die Knie gezwungen durch meine Informationen, die ich hatte. Also die haben jedes Mal die Segel streichen müssen. Und hier ist es ja so, er hat ja in Mecklenburg-Vorpommern, das ist von 28.10.2014, da haben die ja ein Beteiligungsmodell ins Leben gerufen, dass die Menschen im Umkreis von 5 Kilometer ja beteiligt werden müssen an den Windkraftanlagen. Und da hat diese Kanzlei das untersucht und hat eindeutig gesagt, dieses Gesetz würde vor Gericht gar nicht standhalten. Aber weil ja keiner vor Gericht geht und nicht das Wissen hat und das nicht prüft und kein Geld ausgeben will, sind die bis jetzt damit durchgekommen. Und dieses Gesetz wird jetzt auch in Thüringen angewandt. Und ich habe letzt, wie gesagt, einen Bericht auf RBB gesehen. Da war ja auch der Liebe von Vernunftkraft mit bei. Und da haben sie ja auch dieses Prinzip Bürgerwindpark loben wollen, wieso denn so ein Frieden herrscht in der Kommune. Und da war ja auch der Geschäftsführer vom Windpark und er hat ja auch eindeutig gesagt, ja, ich habe gar kein Land in dem Windpark. Ich habe mit den Landbesitzern gar nichts zu tun. Ja, ich bin Geschäftsführer. Also dieses System, das soll sich praktisch über ganz Deutschland ausbreiten. Und damit das funktioniert, müssen natürlich die Landwirte reingelegt werden. Und damit die Renditen fließen, wird das natürlich bei den Landwirten natürlich von der Pacht abgezogen. Das ist doch ganz logisch, weil Pacht sind Kosten und die müssen ganz gering gehalten werden. Und bei 3-4%, das gibt ja nicht viel. Und der Rest, die 6-97%, da dampfen andere Leute mit ab. Und so solltet ihr mal drüber nachdenken, ob das alles so richtig ist. Und im Endeffekt geht es ja hier auch um Korruption.
in der ganzen Politik. Und wie gesagt, die Landwirte sind die Leidtragenden an dieser Sache. Und wie gesagt, in den nächsten Videos werde ich dann vorstellen, wie die vorgegangen sind. Und da wird der eine oder andere sicherlich nachdenken. Aber wie gesagt, die große Sauerei an der ganzen Sache, was ich empfinde, dass keine Zeitung, kein Bauernblatt, keine Top Agrar darüber schreiben wollte, was meine Beweggründe sind, warum ich rausgegangen bin. Und ich habe ja auch Recht damit. Denn wie gesagt, es gibt ja auch ein Urteil von Schleswig, und das sagt ja eindeutig, eine kommunale Festlegung, wie es in fast allen Fällen passiert ist, als Bürgerwindpark, ist rechtswidrig.